Moin Leute, herzlich willkommen zum ökonomischen IQ, euer Kanal für Wirtschaft, Finanzen und Erfolg. Wir haben heute einen Gast aus der Schweiz. Olivier Kessler ist zugeschaltet, Direktor des Liberalen Instituts Zürich. Und wir möchten heute sprechen über seine Arbeit ganz kurz. Deswegen unter dem Video auf jeden Fall auch mal beim Liberalen Institut auf der Webseite vorbeischauen, auf dem YouTube-Kanal etc. Aber ich bin gestolpert über viele Beiträge, aber heute wollen wir sprechen über sind Schachfiguren abgebildet, die Zentralbanken sind schachmatt. Beim Mises-Institut erschienen, allerdings auch bei euch auf der Webseite. Vielleicht kannst du zu dem Artikel mal kurz was sagen, was dich dazu animiert hat, den zu schreiben. Ja, vielen Dank, Benni, für die Einladung. Der Titel ist eigentlich noch ein bisschen unvollständig, weil er sollte richtigerweise heißen, die Zentralbanken haben sich selbst schachmatt gestellt. Also es ist nicht so, dass da jemand anders da gekommen ist und die Zentralbanken jetzt nicht mehr wissen, was zu tun ist, sondern sie haben sich selbst in diese Lage reinmanövriert. Wie ist das passiert? Seit Jahrzehnten haben sie da diese Tiefstzinsen oder immer diese Heruntermanipulation von Zinsen betrieben unter das Marktniveau herunter. Man hat mit Tiefstzinsen versucht, die Wirtschaft anzukurbeln und da die Leute zum Konsum anzuregen, weniger zu sparen und so weiter. Und das hat natürlich die Wirtschaft insofern in den Boom-Zyklus versetzt. Und jedes Mal, wenn eben diese Krise dann wieder sich abgezeichnet hat, hat man sie eben nicht richtig zugelassen. Man hat die Korrekturen nicht zulassen wollen. Man hatte Angst davor, dass sich diese Anpassungen vollziehen. Deshalb hat man dann einfach noch mehr die Zinsen gesenkt, als es dann soweit war. Man hat noch mehr Geld reingepumpt und hat dann versucht, das war die Theorie, dann in den besseren Zeiten die Zinsen wieder zu erhöhen und die Geldmenge wieder abzupumpen. Aber das haben sie dann nie wirklich geschafft. Sie sind nie mehr auf die Vorkrisenniveaus gekommen. Sind wir da bei Null oder unter Null. In der Schweiz sind wir immer noch bei unter 0% beim Leitzins. Und das ist natürlich jetzt eine Notlage, weil jetzt kommt natürlich dazu das Inflationsmonster am Horizont. Und ja, jetzt die Zinsen zu erhöhen, kann man machen, um die Inflation zu bekämpfen. Aber wir sehen jetzt gleich die Aktienmärkte, wie sie sich da am Herabdrehen sind wieder und sich da eine weitere Rezession abzeichnet. Dann fehlt ihr eben das Material oder den Puffer, um dann dagegen zu wirken. Und das gibt eigentlich nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera, zwischen Inflation, die jetzt stark anzieht, wenn sie tief bleibt mit den Zinsen, oder wenn sie hochgeht, unter Umständen eine enorme Schuldenkaskade von Immobilienbesitz, die das Haus verlieren mit den höheren Zinsen, die das nicht mehr finanzieren können, Firmen, die da Konkurs gehen mit den neuen Schuldzinsen und so weiter. Also das könnte sehr übel enden. Ja, wir haben im Juni dazu ein Video gemacht, Boom- und Bust-Zyklen, das ist das, was du beschrieben hast. Und bei der EZB ist natürlich besonders noch zu erwähnen, dass sie versucht, die Zinsen niedrig zu halten und dadurch gezwungen ist, letzten Endes einen Mindestpreis, Mindestkurs für die Anleihen durchzusetzen am Markt. Und alles, was darunter abweicht oder verkauft wird, muss sie absorbieren und kaufen mit frisch gedrucktem Geld. Das wiederum dehnt dann die Zentralbank und die Geldmenge halt aus, die Zentralbankgeldmenge und dann auch die gesamte Geldmenge logischerweise, die kumulierte. Und das bringt dann auch irgendwann wieder Inflationsdruck. Also das beobachtest du sicherlich auch, auch wenn du in der Schweiz natürlich ansässig bist. Aber der Euroraum ist ja auch sehr wichtig für deine Analysen und Beobachtungen. Absolut. Wahrscheinlich ist die Schweiz, vielleicht auch die USA, noch etwas besser dran als der Euroraum, muss man ehrlicherweise sagen, weil der Euroraum noch das Problem hat, viele verschiedene kulturelle und Wirtschaftsräume zusammenzuhalten und damit die EU zu stützen und so weiter. Also sie muss nicht nur schauen, wie bekämpft man jetzt die Inflation und die Rezession, sondern auch noch gleich, wie halte ich die EU zusammen. Und das ist nochmal eine zusätzliche Aufgabe, die das Ganze verkompliziert. Und hier hat die EU, also die EZB sicherlich keinen beneidenswerten Stand. Also man kann hier nur die Daumen drücken. Ja, genau. Und letzten Endes ist ja genau der Punkt, den wir an anderer Stelle schon mal besprochen haben, dass man halt den Wettbewerb unterminiert hat und eben den Wettbewerb der verschiedenen Währungen, der Wechselkurse, die halt wichtig sind, um Ungleichgewichte abzufedern, ja, dass die eine Währung nachgefragt wird, die andere eben weniger nachgefragt wird. Dadurch fällt das eine im Kurs und so war es dann, dass die südlichen Euro-Länder Peseten abgewertet, Lire abgewertet, waren dadurch wieder exportfähig. Mhm. Heute ist es dann so verrückt, dass die Griechen die Tomaten aus den Niederlanden importieren, weil das ökonomisch sinnvoller ist, als die eigenen zu konsumieren. Daran sieht man, wie abstrus das ist. Man sieht es allerdings auch an den Zahlen. Die Produktivität läuft seitwärts in Deutschland. Die Wirtschaftsleistung läuft seitwärts in der Eurozone bereits seit 2007, 2008. Also wenn man das um die Geldmengensteigerung
mal bereinigt, ja, dann sieht man, was für ein Ausmaß das schon angenommen hat. Das ist also mittlerweile dynamisches Siechtum aus meiner Sicht. Beobachtest du das auch so, dass die Eurozone da wirtschaftlich mächtig Ich glaube, es gibt, ja, es gibt, glaube, es gibt zwei Tendenzen, die sich widerstreben. Die eine ist diese Inflationierung, dass man wirklich immer mehr Geldmenge hineinpumpt in die Wirtschaft und dadurch eben die Preise eigentlich erhöhen würde. Nur ist das jetzt momentan, kommt das sehr stark zum Ausdruck. Aber vorher wurde dieser Effekt stark abgefedert durch das technologische Wachstum oder neuen Technologien, die es eben auch ermöglicht haben, immer günstiger zu produzieren und immer mehr Bedürfnisse mit immer weniger Ressourcen zu befriedigen. Also es gab schon einen Wachstumsschub, aber der eigentlich von den Preisen her zu einer viel stärkeren Preissenkung hätte beitragen müssen für die Konsumenten, als es ohne diese expansive Geldpolitik der Fall gewesen ist. Also wir haben hier diese zwei widerstrebenden Effekte. Meine These ist, dass die inflationäre Politik deshalb in Schach gehalten wurde, weil es eben diesen technologischen Globalisierungsschub auch gab, also die internationale Arbeitsteilung etc. hat in dieser Zeit auch stark zugenommen. Das hat diese Tendenzen haben entgegengewirkt. Aber jetzt, wo wir sehen, dass diese Lieferketten stocken, wo vieles nicht mehr so läuft, wie man es sich gewohnt war, kommt prompt der inflationäre Effekt zum Vorschein. Und das ist kein Zufall, aber das wurde von den Zentralbanken selbst verursacht. Ja, und der natürliche Zustand einer modernen Industrienation mit technologischen Fortschritten, mit Produktivitätsfortschritten, werden tendenziell eigentlich eher rückläufige Preise, so wie es eben im goldgedeckten Dollar war. Der hatte 1914 11% mehr Kaufkraft als 1777. Da sieht man, wie viel Wohlstand den Menschen vorenthalten wird. Das ist das eine. Das andere natürlich, dass die Inflation auch stärkere, mächtigere Verbündete hat als die Deflation. Gesamte Geschäftsmodelle beruhen auf der Inflation, dass man nominal sich verschuldet, etwas kauft auf Pump, auf Kredit, damit Realwerte kauft, die dann weiter veräußert, wenn sie gestiegen sind nominal. Und die Inflation hilft dann beim Tilgen, genauso wie bei den Staaten. Die Staaten sind auch hochverschuldet, sind auch große Profiteure der Inflation. Und dann sieht man auch in der Kommunikation, wie das argumentiert wird, ja, dass wir im Grunde gar keine Inflation haben, weil natürlich die veröffentlichte, gemessene Inflation auch verändert wird, wie sie berechnet wird. Also ich habe mir, hab mir da mal was angesehen in den Staaten, bei Shadow Statistics wurde das veröffentlicht, dass wir, wenn wir also die Maßstäbe anlegen würden wie den 80ern, hätten die USA 5% höhere Inflation seit vielen Jahren schon. Das heißt, dann wäre es gar nicht möglich gewesen, diese lockere Politik, Geldpolitik, so überhaupt zu verkaufen. Ne? Ja, die Inflationszahlen, die offiziellen, werden natürlich geschmiert, weil sie einfach da nur die Konsumentenpreise berücksichtigen und eben nicht die Vermögenspreise, wo der Großteil der Inflation zunächst ankommt. Das heißt, Aktienmärkte, Immobilienmärkte, das sind die Leute, die eben die Kredite als erstes empfangen, weil Geld entsteht ja hauptsächlich als Kredit in unserem heutigen System. Immer wenn ein neuer Kredit geschaffen wird vom Bankensystem, kommt neues Geld hinzu. Und jetzt kann man sich fragen, wer kriegt denn am meisten Kredite? Das sind diejenigen, die vielleicht ein Haus kaufen, also die ohnehin schon Vermögen auf der Seite haben. Das sind die, die mit Kredite nochmals Aktienpakete aufkaufen und so weiter. Also das ist schon ein Effekt da, dass man sagen kann, die Reichen werden immer reicher dank dieser sozialistischen Geldpolitik. Das klingt jetzt sehr verrückt für alle, die den Sozialismus cool finden mögen, aber das ist eigentlich der Grund, warum diese Tendenz, dass die Reichen immer reich werden, das ist einer der Haupttreiber dafür. Und eine liberalere Geldpolitik würde zur Angleichung wieder führen, weil es keine unverdienten Leistungen gibt, wo man einfach Geld bekommt fürs Nichtstun und dieser Cantillon-Effekt auch nicht spielen kann. Der Richard Cantillon hatte das ausgeführt, dass man eben der Erstempfänger eines Geldes, der hat den Nutzen und dann wandert dieses Geld dann im Wirtschaftssystem herum und dann irgendwann passen sich die Preise an und diese höhere Geldmenge, weil die Leute viel mehr kaufen können mit diesem zusätzlichen Geld und dann steigen die Preise. Und die letzten Empfänger des Geldes haben dann schon mit den höheren Preisen zu kämpfen. Also sie sind eigentlich die Verlierer dieser Umverteilung. So funktioniert dieses ganze Teufelszeug, das man eigentlich beseitigen sollte zugunsten eines Geldwettbewerbs. Das haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, auch dazu haben wir ein Video gemacht, schon hier beim ökonomischen IQ, dass also die Erstempfänger profitieren und die Letztempfänger es dann mit der Schubkarre zum Bäcker bringen. Das war so dieses Bild, das wir da transportiert haben. Ja, wir hoffen mal, dass es
wirklich ein Umdenken gibt durch den Leidensdruck, der jetzt steigt durch die Inflation, und dass es dann wirklich zu einem Wettbewerb um das beste Geld kommt, zur Entnationalisierung, wie Hayek es nannte. Und das gab es ja schon. Es gab in Deutschland 600 Münzprägestätten. Und natürlich war es dann nicht möglich, das Geld so zu verschlechtern, wie das heute der Fall ist, weil man dann eben nur noch das harte Geld verwendet hat. Damals war es im Übrigen auch so, dass Schulden in der harten Währung valutiert wurden. Man hat nur noch in der weichen Währung getauscht und in der harten gerechnet. Das war die sogenannte Funktionsspaltung des Geldes. Ein sehr spannendes Thema. Machen wir nochmal, vertiefen wir nochmal. Mhm. Ja, lieber Olivier, danke für deine Ausführungen. Den Artikel verlinken wir natürlich. Und bitte weiter so machen. Tolle Arbeit beim Liberalen Institut. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal, wenn du uns wieder beehrst hier. Vielen Dank für die Einladung und mach auch ebenfalls weiter so. Wichtige Arbeit, die du leistest. Vielen Dank. Machen wir. Danke, danke. Ja, ihr habt es gehört. Wir machen weiter. Deswegen abonniert unseren Kanal, teilt das Video mit euren Freunden, schaut beim Liberalen Institut vorbei und folgt uns bei der_IQ bei Twitter. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Team vom Ökonomischen IQ. Bis bald.